Oricon Development Limited Entertainment Software Games. Electronic fun for everyone. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Disney's Hercules. Ein Spiel aus meiner Kindheit. auch mal wieder was Neues, wo PlayStation 1 ist ja schon lange her, dass wir das letzte Mal ein PlayStation 1 Spiel gespielt haben. Und, ich hoffe mal, also ich weiß, dass die Aufnahme, ich kann ja eigentlich schon mal so vorweg sagen, das Bild, was ihr seht, sieht viel besser aus als das, was ich hier gerade auf meinem Fernseher sehe. Denn ich nehme gerade mit meinem neuen Grabber, also was in Anführungszeichen neuen Grabber auf, mit dem HD-Grabber, anstatt mit meinem alten Cinch-Grabber. Weil ich wollte halt mal probieren, ob das auch darüber geht. Allerdings sieht das Bild auf meinem Fernseher richtig Gülle aus, aber so richtig. Aber das Bild in der Aufnahme sieht gut aus, deswegen mach ich mir da mal keinen Kopf. Ich hoffe mal nur, dass das gleich mit der Steuerung irgendwie nicht, weiß ich nicht, irgendwie so Probleme macht. Aber so von der Verzögerung sieht es momentan noch ganz gut aus. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Spielen ist. Herkules, griechische Mythologie, bla, sagt vielleicht jemandem was. Sohn des Zeus, vielleicht? Bin mir nicht ganz sicher. Boah, Gott, übersteuere ich. Tut mir leid. Ich hoffe auch mal, dass ich keine Content-Treffer bekomme, denn hier gibt es Ausschnitte aus dem Film, Serie, ich glaube Film war es. Und ich werde mir auf jeden Fall die Datei lange aufbehalten, damit, damit ich dann nochmal neu hochladen kann oder den Teil rausschneiden kann oder so. Gut. Dann. Ich weiß schon wieder nicht, von wann das Spiel ist. Aber ich habe die Hülle hier liegen. Moment. Ich will nicht, dass das Intro hier losgeht. Und zwar ist das Spiel von 1999. Jo. Dennis hat mir das Spiel ausgeliehen. Und weil ich das nicht mehr hab. Weil ich hab's damals verkauft. Mit den anderen tollen Spielen. Ich könnte mir jedes Mal dafür einen Arsch beißen, wenn ich nochmal daran denke. Aber gut, wir starten einfach mal das Spiel. Starten das Spiel! Okay, wir starten das Spiel. Und wird wohl nicht so lange dauern, hoffentlich. Na gut, sagt mir nur eins, wird dieser Knirps meine geplante feindliche Übernahme versauen oder was meint ihr? Oh, mag es ja nicht, Klote, die Zukunft dürfen wir nicht offenbaren. Ach, na, in 18 Jahren, wie man sieht, stehen die Planeten in Reih und Glied. Schon wieder ein Gedicht. Viel Zeit zum Handeln bleibt da nicht mehr. Gib frei die Titanen, dein mächtiges Heer. Mhm, gut, gut. Dann wird der stolze Zeus endlich verlieren. Und du, Hades, wirst den Kosmos regieren. Ja, Hades hat es. Gib Acht, es geht erschreckend weiter. Wie bitte? Sollte Herkules kämpfen, wirst du scheitern! Jungfrauenrettung für Anfänger. Alles klar.
Hier gibt es auf jeden Fall auch sammelbare Sachen. Man könnte 100% holen, das mache ich aber nicht. Denn es gibt erstens Münzen, die am Ende gezählt werden. Also da steht dann 100% oder so. Dann gibt es Vasen, die fürs Passwort da sind. Nee, für Continue. Nee, für Passwort. Er hat einen Fisch gehabt. Und es gibt Buchstaben. Genau, nämlich Herkules. Holy moly, ist das Spiel schnell. Vor allem so auf dem großen Bildschirm. Wir haben auf jeden Fall ein Schwert und so. Wir können auch Feste schlagen. Ding, ding. Ey, das ist schon so lange her, dass ich das Spiel das letzte Mal gespielt habe. Wir können auch so boxen. Ja, und wir können springen. Und wir können auch uns hinhocken. Dann macht er so. Ha! Was machst du da? Hol dein Schwert! Hier ist mein Schwert. Ha! Kann man sich so bücken. Und das war's, glaube ich, schon vor der Steuerung. Ich habe noch den alten Gammel-Controller hier, also den ohne die Analog-Sticks. Regel Nummer 95, Kleiner. Konzentration! Ja, ich konzentriere mich doch. Ja. Das war ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Danke, du Typ da hinten. Ja, auf jeden Fall, das hier ist jetzt so das Tutorial-Level. Und da kriegt man so... Achso, man kann auch so stampfen. Nicht ganz, was ich meinte. Man kriegt halt so Sachen beigebracht, die man so machen kann, ne? So, da haben wir schon das Haar. Und genau, worauf ich gespannt bin. Ob hier gesagt wird, Herkulade oder Herculade. Das ist nämlich, das Getränk, was wir einsammeln können, womit wir unsere Energie wieder auffüllen. Oh, das wird lustig. Das habe ich von früher nicht hingekriegt. Es ist schon echt schwierig, das abzuschätzen in einem 2D-Spiel. Ah, kann ich da nicht holen, okay. Da hinten ist Pegasus. Pegasus. Ich hasse Pferde. Aber Pegasus ist schon cool. Ach Gott. Hui. Oh. So, jetzt wollen wir nochmal zurück. Münzchen mitholen. Vielleicht kriegen wir die 100%. Da ist ein Arm. Abwarten. Und hier können wir uns auch schwingen. Ui. Und das hätten wir. Dicke, fette Münzen. Hier gab es doch früher eine Demo von. Da war aber dieses Level nicht drauf, sondern das Stadtlevel. Und das Stadtlevel ist cool. Es war voll verschachtelt, aber es ist cool. So. Und auf jeden Fall, wir müssen hier halt alle Trainingssäcke kaputt machen, damit wir hinten an die Puppe kommen. Münzen! Gerade mal geguckt, ob ich aufnehme. Ja. Na. 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 Regel Nummer 95, Kleiner. Konzentration. Alter. Ich will jetzt zu früh oder zu spät schlagen. Regel Nummer 96, zielen! Aua. Hey! Ha! Dann machen wir das doch so. Dann weiß ich ungefähr, wo ich schlagen muss, weil eben hat man so gar nicht funktioniert. Konzentration. Ich konzentriere mich. Stell du dich mal hier hin, du kriegst das nicht so gut hin wie ich. Na! Regel Nummer 96, zielen! Ich ziele. Habe ich jetzt das? Ja. Das ist ein Leben. Sollte man vielleicht auch einsammeln. Und jetzt haben wir hier noch so ein Powerschwert. Wie können wir da denn umschalten? Ach, mit R1 geht das, okay. Herkulade!
Oh, Herkulade, habt ihr das gehört? Herkulade, Herkulade, ich liebe dieses Wort. Okay. Münzen. Das ist ein Checkpoint, dieser Typ. Ich weiß nicht, was das für ein Gott sein soll. Herkulade. Ich hoffe, dass das auch mit der Synchronität hier alles so passt. Ich hasse diese komischen Viecher hier, diese Rabenteile. Die kann man natürlich auch normal kaputt machen. Mit dem normalen Schwert, aber ist halt ein bisschen müßig, ne? Und überall, wo hier so Knicke in den Boden drin sind, können wir kaputt machen. Und wir haben schon das R verpasst. Nee, hier ist das R. Okay, wir haben Herkules, also wir haben schon mal soweit alles. Das lässt sich eigentlich ganz gut spielen hier so. Sagt die Julia, als sie das zweite Mal schon von der Ebene runtergefallen ist. Könnte ich vielleicht weiter aufnehmen, so. Also PlayStation 1 Sachen. Das Komische ist, sobald das Bild in Bewegung ist, sieht es gut aus und wenn es steht, sieht es gammel aus. Ich muss gerade mal was trinken. Die gute Afri-Cola, die ich mir heute in der Schule gekauft habe, weil ich das Getränk vergessen habe. Ah. Eieiei. Entschuldigung. Schon lange her, dass ich das letzte Mal gerülpst habe. Das ist so ein unsichtbarer. Fuck. Ach. Unsichtbarkeitshelm? Komm, ey. Ja, so einen leichten Delay habe ich doch drin. Aber das ist jetzt nicht so ganz schlimm. Also nicht so schlimm, wie ich den damals bei Spyro hatte, wo ich das einfach nicht zocken konnte. Also nicht so wirklich. Ach. Drecksrabe, ey. Du genauso. Verzieh dich. Wir haben halt übrigens den, ich glaube, 24. haben wir, glaube ich. Ein Montag. Ich komme da an die Münzen nicht dran. Ich bin da gerade sowas von durchgeflogen. Und immer wenn ich dieses Spiel hier spiele, also was heißt immer wenn ich das Spiel hier spiele, immer wenn ich sehe, sagen wir mal eher so, kriege ich Bock auf Gott, krieg ich Bock auf God of War. Nee, die kriege ich nicht. Schade. Warum wohl? Also warum kriege ich Bock auf God of War? Vielleicht, weil es da auch um die griechische Mythologie geht und Ficken. Auch, ja. Herkulade. Herkulade. Nee. Und ihr seht auch oben links, da ist, was ich früher immer dachte, dass das eine Schnecke ist. Weil das sieht nämlich so aus. Oben links, oben rechts meine ich natürlich. Das sind ja diese Wölkchen. Was für mich früher aussah wie eine Schnecke, weil das sieht so eins aus wie so ein Auge und dann halt dieser, da wo uns angezeigt hat, welches Item wir haben, das sah halt aus wie dieses Häuschen. Und dann noch so zwei Flügel, also zwei, hinten noch Flügel dran. Und diese Flügel, die ich meine, da ist halt, sieht man, wie viel Energie wir noch mit diesem Schwert haben. Mit diesem speziellen Schwert. Oh, das war Unsichtbarkeitsgedöns. Stirb. Ah, genau, jetzt kommen hier die Heiß. Regel Nummer 95, Kleiner. Konzentration. Musik ist auch so toll in dem Spiel, ne?